Die Fans gehen ja jetzt seit 20 Jahren mit mir diesen Weg. Und dieses Album mit Dieter Bohlen hat mir das Gefühl wirklich gegeben, dass sie auch weiterhin mit mir diesen Weg gehen. Also es ist jetzt nichts mehr Neues, es ist jetzt eine Steigerung von dem, was wir gemacht haben. Ich weiß jetzt, mit wem ich es zu tun habe, ich weiß, was auf mich zukommt. Und so hat man sich jetzt so eingegroovt und jetzt können wir richtig gut miteinander arbeiten. Ich bekomme von Dieter die Kompositionen, die ja wirklich einen unwahrscheinlich anknipsen, inspirieren. Ich schreibe dann Geschichten dazu, Texte dazu. Und wenn ich dann ins Studio komme, dann ist das wirklich ja schon ein Teil von mir, dieser Song. Ich beschäftige mich ein halbes Jahr damit und habe das wirklich ganz tief in mir schon drin. Ich hatte noch nie irgendeinen Künstler, der so gut vorbereitet ist. Ja. Also die kennt jeden Text, die kennt die Melodien. Sie hat alle Texte auf diesem Album geschrieben. Und dadurch hat sie sich natürlich Stunden, Tage, Monate mit diesen Titeln beschäftigt. Und dadurch weiß sie ganz genau, was sie da machen will. Wir überlegen, welchen Titel machen wir. Wir hören uns das Arrangement mal kurz an. Dieter sagt noch, mach ein bisschen schneller, ein bisschen langsamer. Versuch mal einen halben Ton runter, einen halben Ton rauf. Wir experimentieren halt so ein bisschen. Und irgendwann sagt er dann, yo, so nehmen wir es. Ja, wirklich klasse. Unwahrscheinlich dynamisch und macht riesen Spaß, weil er weiß immer ganz genau, was er will. Das ist fast schon mehr als Herzblut, wenn sie dann natürlich, sag ich mal, auch private Sachen erstmalig, glaube ich, so auf so einem Album erzählt. Ja, weil in der Vergangenheit von Andrea hat es in den letzten Monaten sehr viel schmerzliche Einschnitte gegeben, die sie natürlich in diesen Texten dann eben auch verarbeitet hat. Also es ist eben eine Nummer drauf auf dem Album, die sie ihrem Vater gewidmet hat. Ja, und es hat hier auch im Studio Tränen gegeben. Ich bin unendlich glücklich. Wir haben unwahrscheinlich schöne Titel mit unwahrscheinlich vielen Emotionen, sehr, sehr viele Geschichten aus dem Leben, wunderschöne Balladen, richtig gute Abtempo-Nummern und ich bin einfach nur ja, richtig, richtig glücklich jetzt. Ich freue mich darauf, das jetzt präsentieren zu können. Ich freue mich darauf, das so schnell wie möglich mit der Band draußen live machen zu können. Man kann wirklich echt und ehrlich sagen, dass wir quasi ein Jahr im Vorfeld an diesem Album gearbeitet haben.